Sie fragten uns, ob wir weitermachen oder ob wir unseren Glauben aufgeben. Wir sagten ihnen, wir werden nicht umkehren, sondern weitermachen und Gott anbeten. Wir haben den lebendigen Gott gefunden, der uns Leben schenkt. Da sagte der Mönch, es reicht. Gerade in westlichen Ländern wird der Buddhismus als sehr friedliche Religion angesehen. Eine Religion geprägt von Toleranz, Annahme und Freundlichkeit. Doch extremistische und nationalistische Strömungen innerhalb des Buddhismus sehen gerade Christen als Gefahr. In ländlichen Gebieten Asiens ist der Buddhismus mit animistischen Elementen verwoben. Joshua Caleb arbeitet seit 6 Jahren in buddhistischen Dörfern in Myanmar. Es ist sehr herausfordernd, unter Buddhisten hier zu arbeiten. Sie werfen mir immer wieder vor, dass ich einen fremden westlichen Gott in ihr Dorf bringe. Als Christ in einem buddhistischen Dorf zu dienen, bedeutet nicht nur zu reden. Als ein paar Dorfbewohner begannen, an Jesus zu glauben, versuchten andere, sie aus dem Dorf zu vertreiben. Hätte ich damals genug Geld gehabt, hätte ich diese Christen in allem unterstützen können. Aber ich hatte keines und konnte ihnen nicht helfen. Sie haben nur 3 Monate Zeit bekommen, das Dorf zu verlassen. Viele Christen werden vertrieben und wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Samson und seiner Familie erging es ähnlich, als sie sich zu ihrem Glauben an Jesus bekannten. Die Dorfbewohner fragten mich, ob ich meinem Glauben abschwören würde oder nicht. Ich sagte ihnen, dass ich nicht umkehren werde. Genau das Gegenteil, denn ich habe den lebendigen Gott gefunden. Darum vertraue ich Jesus immer noch, auch wenn ich bedroht werde. Wütend begannen einige Dorfbewohner, Steine durch die offenen Fenster zu werfen. Andere gingen noch weiter. Sie haben versucht, unser Haus niederzubrennen, aber es hat nicht funktioniert. Also hörten sie auf. Aber sie zogen weiter zum Haus meiner Tochter. Sie wohnte nur 10 Minuten entfernt. Sie hatten eine Kettensäge dabei und versuchten, auch ihr Haus zu zerstören. Nachdem sie dort einiges zerstört hatten, kamen sie zurück zu meinem Haus. Wir beteten still. Sie standen vor meinem Haus und verspotteten uns laut. Seid ihr alle tot? Warum bittet ihr nicht euren Gott, dass er euch hilft? Samsons älteste Tochter rief einen Pastor um Hilfe, der etwa 3 Kilometer entfernt lebt. Doch der Pastor war nicht zu Hause. Ein Gemeindemitglied lief dann zur Polizeiwache, um Hilfe zu holen. Doch auch der Polizeichef war nicht vor Ort. Die anwesenden Polizisten fürchteten sich, zum Ort des Geschehens zu gehen. Später, am gleichen Tag, kamen der Polizeichef und der Pastor des Nachbarorts dann doch in unser Dorf. Es war schon nach 23 Uhr. Aber es waren so viele Menschen vor unserem Haus, dass der Pastor sich nicht nach vorne traute. Sogar einige buddhistische Mönche waren dort versammelt. Die Mönche kamen durch die Menge nach vorne und sagten, gibt es Überlebende in dem Haus? Kommt raus! Obwohl wir angegriffen wurden, ist niemand aus meiner Familie gestorben. Wir hatten nur ein paar Verletzungen am Kopf. Wir kamen dann aus dem Haus und die Leute staunten, weil wir noch am Leben waren. Sie brachten uns zu einem Auto. Wir dachten, sie würden uns in ein Krankenhaus bringen, um unsere Verletzungen behandeln zu lassen. Aber sie brachten uns zum öffentlichen Bürgeramt und hielten uns dort eine halbe Stunde lang fest. Irgendwann stand unser Pastor auf und sagte den Beamten, diese Menschen sind verletzt, sie sollten sie ins Krankenhaus bringen. Danach schickten die Beamten uns mit dem Auto ins Krankenhaus. Dort angekommen, gaben uns die Sanitäter Medikamente und behandelten uns. Ein Freund von uns ist Soldat. Als er die Medikamente sah, bemerkte er, dass die Medizin nicht zu den Behandlungsmethoden passt. Er sagte, wir sollten das Krankenhaus verlassen. Er würde uns selbst behandeln. Eine Woche später war meine Tochter wieder gesund. Auch wenn wir verfolgt und angegriffen werden, bleiben wir standhaft. Wir haben uns als ganze Familie entschlossen, Jesus zu folgen. Für immer. Samson und seine Familie wurden in einem Zufluchtshaus in Myanmar aufgenommen. Partner von Open Doors betreiben diese Häuser, um Christen Notunterkünfte anzubieten, wenn sie aus ihrem Zuhause vertrieben werden. Und auch die Arbeit unter buddhistischen Dorfbewohnern hört trotz der Verfolgung nicht auf. Im Buddhismus ist es so, wenn du anderen Gutes tust, dann wird es dir auch gut gehen. Aber niemand kann so gut sein, wie die Religion es verlangt. Wenn man nicht gut genug ist, kann man in die Hölle kommen. Das ist der Grund, warum ich ihnen das Evangelium weitergebe. Wenn ich von Jesus erzähle, merken die buddhistischen Dorfbewohner, dass ihnen im Herzen etwas fehlt. Aber sie wollen Jesus nicht sofort annehmen. Sie sagen zum Beispiel, ich habe 2, 3 Ehefrauen, aber keinen Frieden. Oder wir haben ein schönes Haus, aber keinen Frieden.
Sie wussten vorher nicht, dass Jesus der wahre Friedensbringer ist. Aber als sie hörten, dass Jesus Christus Leben gibt, nahmen sie ihn an. Auch die Mönche. Hier sieht das Bild an, 1. Timotheus 2, Vers 4. Die Dorfbewohner lernen den Vers auswendig, obwohl es sehr schwer zu lernen ist. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bitte betet für Myanmar, dass wir Religionsfreiheit haben können und vor allem, dass wir frei durch das ganze Land reisen und jedem vom Evangelium erzählen können. Ich möchte jedem danken, der mir geholfen hat. Dadurch hat sich Gottes Herrlichkeit gezeigt. Bitte betet für mich, damit ich weiterhin für Gott arbeiten kann und dass ich mir ein neues Haus bauen kann. Ich komme aus Myanmar und ich bitte euch, für die verfolgten Christen hier zu beten.